Ladies and Gentlemen, hier ist wieder euer Nick the Green und jetzt ein Let's Play zum Deluxe Hotel Imperium oder wie das Spiel auf Steam heißt, Luxury Hotel Emporium. Und es gibt auch noch eine dritte Bezeichnung dafür, das habe ich schon vergessen. Also ein Spiel mit drei verschiedenen Namen ist auch lustig. Ich bin jetzt eben im Tutorial abgestürzt und spiele jetzt mal deshalb nicht das Tutorial. Dann spielen wir den freien Modus. Reagiert sehr träge die Maus hier, Leute. Und. Jetzt erst beim dritten Mal klicken hat das funktioniert. So, hier ist also unsere Weltkarte. Und wir haben jetzt noch keine Hotels. Fangen erstmal mit einem Hotel an. Wir haben 2,5 Millionen Euro. Wir sind von uns am 1. Januar 2000. Weiß ich, warum die Maus so träge ist. So, wir haben Standorte hier London, Paris, Brüssel, Frankfurt, Berlin, Zürich, Ljubljana, Monaco, Rom, Podgorica, Barcelona und Madrid. Ja, nichts mit Mallorca hier. Nehmen wir mal Barcelona. So, und müssen jetzt ein Grundstück finden. Achso, das Fortbewegen war mit den Pfeiltasten. So, ist das ja ein Grundstück. Das kostet 1,3. Das kostet 3,9. Wow. Das kostet 1,0. Ja, dann nehmen wir das, oder? 1,0. Das scheint immer ein kleines bisschen schwer geworden zu sein, aber immer noch nicht. So, hier kommen 4960 Passanten vorbei. Pro was? Pro Tag? Pro Stunde? Pro. So, wir können hier verschiedene Hotels bauen: Frühstückspensionen, Gästehaus, ein kleines Motel, ein großes Motel. Nochmal eine Frühstückspension. Dann nennen die Nix. Hin. Das so oder so? Gut, da wir das nicht wissen, machen wir das mal. Nix Breakfast. Oh, ist ja auch ein Schreibleiter, ne? Gut, wir lassen mit den komplizierten Namen, wir nennen es einfach mal Nix. Eins. So, okay. So. Hotel verwalten. Ihr Hotel läuft gerade gut. Ja, wirklich. Hä? Haben wir Mails bekommen? Nee. Ach, das ist ein Berater. Den man aber nicht anklicken kann. Okay. Ich würde sagen, wir halten die Zeit erstmal an. Ist jetzt angehalten. Ich verstehe nicht, was der Pause-Button immer ist. Jetzt aktiv. Nicht aktiv, aktiv, okay. Aktiv, nicht aktiv, okay, jetzt müsste es auf Pause sein. So, muss raus. Das heißt, das ist hier also, was kaufen wir ein oder was? Ja, was kaufen wir ein? Das Frühstück machen wir auch mal nicht selber, sondern das kaufen wir auch ein. Das kostet 200 Euro für 100 Stück, also 2 Euro pro Person. Hm. 1,24 Millionen. Ja, kaufen wir mal 500. Kann man leider auch nicht mit den Zahlen eintippen. So. Premium-Frühstück. Das wird vielleicht nicht aufgehen, da kaufen wir mal 100. Glücksfrühstück. Das ist sehr teuer. Kaufen wir mal 50. So, günstiges Mittagessen für 5 Euro. Kaufen wir auch 500. Und Premium machen wir wieder 100. Deluxe 90% kostet die Garnierung. Der war gut. Der war gut.
So, ja, der 50. So. So, Toilettenpapier. 50 auf 100 Stück. 50 Cent pro Rolle, ja. Okay. Dann brauchen wir gleich 500. Seife. Das machen wir nicht zu viele, oder? 100. Haarwaschmittel. Ja, brauchen wir vielleicht öfter. 200. Handtücher, die nicht kostenlos sind. Ja, reicht auch erstmal 100. Bademantel. Sollen wir nicht klauen. Also nur 50. So, und Zahnbürsten. Ja. Muss ja mal frische sein, dann mal 200. So, haben wir alles eingekauft. Wir könnten jetzt natürlich noch eine Monatslieferung planen, sodass es dann monatlich immer frisch geliefert wird, aber lassen wir es erstmal. So, Wartung. Hier sehen wir, ist schon, haben wir schon eine Grundausstattung. Wir haben Waschmittel 25 mal, Glühbirnen, Trinkverbindung, ein Lahn-Switch sogar. Wir haben 15 Fernseher, 15 Reihen, 15 Telefone, 12 Tische, 25 Stühle, 25 Betten, 50 Lampen, 25 Teppiche, 25 Heizkörper. Also das haben wir alles da und ja. Ich denke mal, das wird uns auch für die ersten Monate reichen. So, Mitarbeiter. Zwei Etagen, also zwei Etagen, 15 Zimmer, 25 Betten. Wir brauchen natürlich ein Zimmermädchen auf jeden Fall. Und ich würde sagen, Hausmeister. Vielleicht ein Rezeptionist, damit das alles vernünftig läuft. So, haben wir drei angestellt, insgesamt 4.400 Euro im Monat. So, Leistung, also was bieten wir an? Ein Einbettzimmer kostet 89. Wir haben gerade Januar, ne? Da gehen wir ein bisschen runter auf 85. Zwei Bettzimmer. Kann hier bleiben. Doppelzimmer. Weiß ich gar nicht mehr, ob Doppelzimmer. So, Studentensuite. Oh. Das kann er natürlich bezahlen ohne Ende. So, günstiges Mittagessen. Ah ja, okay. Das haben wir dafür. Das ist zum Einkauf für 5 Euro war das, ne? Und verkaufen wir das für 17. Nein, wollen wir nicht zu gierig sein. So. Frühstück, 7 Euro. Kommt nicht zu gierig. Das kann das prima ein bisschen mehr kosten. Und das Deluxe kann auch ein bisschen mehr kosten. Zum Mittagessen im Zimmer. Dann ist aber eh keine Zimmerbedienung. Naja, weiß ich nicht. Das wäre ich nochmal für Frühstück. Ha, okay. So, Internetzugang, wieso ist das nicht buchbar? Warum? Wir haben doch ein. Ach so, WLAN ist ja klar, weil wir kein. Wir haben nur einen LAN-Router, aber kein WLAN, aber Fernsehen haben wir doch. Ach hier. Fernseher 41 Euro. Für was? Für einen Tag, einen Monat oder was? Hier steht es jetzt 10 Euro. Hä? Achso. Achso, also Fernsehen. Ja, komm. 5 Euro. Telefon.
müssen wir natürlich haben. Interzug müssen wir auf jeden Fall haben. So. Und wer uns federn will. Federn kostenlos. Kann man auch machen. Oh, sehr schön. Gut, dann können wir Interzug ein bisschen teurer machen. Alright, dann können wir noch Werbung schalten. Und, oh, wir haben noch 837.000, wie haben wir ausgegeben? Mann. Nochmal Internetwerbung. Für ein Jahr. So. Der Name ist Statistik. Okay, das ist jetzt noch nichts, aber ich muss jetzt mal laufen lassen. So, Hotelbelegung ist vielleicht jetzt interessant. Kommt also noch niemand. Achso, haben sie überhaupt eröffnet? Moment. Keine Ahnung. Gut, lassen wir mal laufen. Ach, das ist jetzt ein Boden. Das ist gar nicht Menschlichkeit. So. So, schon wir unten ganz null. Tippanzahl null. Steht doch noch ein Hotel. Ein bisschen überfordert. Was war gesagt? Hilfe F1. Ja. Guck mal, der ist gar nicht übersetzt, da steht noch Back. Hier geht der Balken geht hier. Ist jetzt da, seht ihr das? Der steigt. Was hat das zu bedeuten? Na, warten wir mal, bis der Balken voll ist vielleicht. Und dann was? Siehst du mal. Ja, jetzt müsste er gleich voll sein. Vielleicht bekommen wir wahrscheinlich erst nach genau einem Monat die Daten. Ah, jetzt haben wir einen Stern bekommen. Wir haben einen Hotelwert von 50.000. Ist das billig? Bilanz haben wir. Wir haben die erste Bilanz da. Guck mal, jetzt nicht so schnell. Wir haben eingenommen 29.835. Wir haben ausgegeben 5.036. Das macht eine Bilanz von 44.000 plus. Ne? Ja. So, Hotelbedingungen sind wir bei 40%. Ah, okay. So, mal. Was müssen wir da noch haben? Und wie frühstück.
steht dann, wie viel wir davon noch haben. Wir haben noch hier 501 gebraucht, ne? Ja, so. Und wie viel haben wir jetzt davon noch? Ich weiß nicht, ich sehe es nicht. Keine Ahnung. Sie haben kein Wasser. Wie, sie haben kein Wasser? Wasser, Wasser, Wasser. Ja, vielleicht sollten wir jetzt Wasser. Wasser haben. Vielleicht auch eine Müllentsorgung, oder? Ich hab zwei Nachrichten. Was steht denn da drin? Schauen wir mal. Ach hier, sie haben keinen Strom und sie haben kein Wasser. Ja, okay, das habe ich auch schon gesehen. Aber Strom habe ich doch gerade bestellt, oder? Nee, Strom habe ich auch noch nicht bestellt. Oh, hier, so, da, bitteschön. So. Ja, das habe ich doch schon gerade gelesen jetzt hier. Ist doch okay. Aber wo kann ich jetzt sehen, wie viel ich schon verbraucht habe? Ja, hier, man kann auf bis zu 4-fache Geschwindigkeit gehen. Kein Wasser. Hä? So, jetzt haben wir März. Machen wir hier Stopp. So. So, günstiges. Vielleicht können wir das hier aus ablesen. Ein günstiges Frühstück hatten wir hier gekauft. Dann sind das ja 500, oder? Und, scheinen aber auch noch 500 zu sein. Das hat wahrscheinlich gar keiner gekauft, oder? Kriegen wir ein Frühstück? Da, oh, da ist ein bisschen was weggegangen, seht ihr? Ja. Der Glücksfrühstück ist auch nicht weggegangen. Günstiges Mittagessen? Ja, wollten auch ein paar haben. Okay, aber da stehen keine Zahlen da, ne? Genauso wie beim Minecraft Manager. Seife geht auch nicht gerade doll weg. Aber schmeckt auch nicht. Ja. Gut, dann zeige ich euch vielleicht noch, wie man sich ein zweites Hotel kaufen kann. Und dann soll es das mal gewesen sein. Also muss man hier ein Grundstück finden. Wobei, für das bisschen Geld, was wir haben, werden wir wahrscheinlich keins finden. Nee, wahrscheinlich muss man erst ein bisschen Geld verdienen. Wir haben eine Bilanz von minus 380.000. Also mit Geld verdienen wird das jetzt erstmal nichts werden. Nee, das kostet 1,3 Millionen. Nee. Gut, dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Wenn ihr also wissen wollt, wie es weitergeht, schreibt doch bitte in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch dann viel Spaß beim Aufbauen eures Hotels. In dem Fall gucken wir das mal ins Stadion. Hier lassen wir mal die rotieren. So. Ein Stadion haben wir sogar hier. Schön. Nukam-Stadion. Wir sind in Barcelona. Müsste das sein. Ja, also das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Nick.